Moin Leute, schön, dass ihr wieder da seid. Zurück im kalten Ödland. Wir haben gerade schon eine Runde Bubu gemacht. War mega erholsam. Und jetzt. Ja, jetzt wieder raus in die eisige Kälte. Zurück zur grauen Mutter, wie sie hier so schön genannt wird. Und wieder an zahlreichen Wölfen vorbei, die immer noch unser größtes Problem sind. Dann habe ich auch festgestellt, wir könnten ein Jagdmesser hier brauchen. Weil dieser komische Eisensplitter, den wir uns zum Anfang aus der Hand gezogen haben, der hält ja nicht ewig. Das wäre also auch noch eine Sache, die ganz nett wäre zu finden. Aber jetzt erstmal zurück in die Stadt. Dann geben wir der Oma noch die beiden Hasen, die wir geerntet haben. Oh! Der ist ein. Ach, guck mal, das ist aber, glaube ich, auch so eine Art Bug. Aber cool, für uns gerade. Nehmen wir nämlich schön Fleisch mit. Perfekt. Der ist wahrscheinlich ganz woanders gestorben, aber dadurch, dass der hier programmiert ist, liegt der denn hier? Cool. Und was mir auch aufgefallen ist, das ist ja so der erste Mensch, den wir finden. Also gefunden haben bisher, ne? Also der tot ist. Ja, bisher ist uns ja wirklich bloß die graue Mutter begegnet. Also ein kleines Event. Just like the truck. Wäre so hart, wenn wir mit dem Bagger hier rumfahren. Jetzt gehen wir nochmal ganz schnell zurück, um den Pelz dahin zu schmeißen. Und die Därme, damit die ja trocknen können, die können wir ja vielleicht irgendwann wirklich gebrauchen. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir irgendwann so viel Zeug zusammen haben, dass wir uns solche Klamotten nähen können. Aber wer weiß, wie oft wir hier zurück müssen. Von daher machen wir das einfach. So. Den hier auf schön auf den Küchentisch schmeißen. Damit können die meinetwegen liegen bleiben. So, dann müssen wir uns da auch erstmal keine Gedanken drüber machen. Und dann nehme ich auch übrigens mit einem neuen. Ach, der ist neu. Mit einem anderen Programm auf. Weil das alte, ich weiß nicht. Das alte ist super grundsätzlich. Und das hat aber irgendwie Updates bekommen in letzter Zeit. Und seitdem habe ich immer so ein richtig brutales Schnarren auf dem rechten Ohr. So ein Rauschen. Das tut schon fast weh. Also richtig widerlich. Ja, habe ich das so ein bisschen alles fein justiert, dann ging's, dass man es nur ganz leise gehört hat. Aber das hat mich dann im Endeffekt doch so genervt. Weil die es einfach nicht schaffen, das zu updaten. Jeder von Plan B. Musste ich erstmal auf eine Alternative zurückgreifen. Ich hoffe, das geht halbwegs. Die Erlangstiefel, Alter. Die haben auf jeden Fall was vor. Ich habe auch das Gefühl, dass die Wölfe hinter all dem stecken. Weil erstmal tauchen die ganz schön plötzlich alle auf und in ziemlich hoher Zahl. Die haben definitiv was damit zu tun und haben auch was vor. Ich meine, sie die Menschen ausrotten. Getarnte Reptiloiden oder so, kann auch sein. Der Reptiloid im Wolfspelz. Aber das finden wir raus. Der Sache gehen wir auf den Grund, auf jeden Fall. Da liegt auch noch was? Ich muss erstmal die Lampe hier wegpacken. Wie sagt er, da wo Krähen sind, da sind immer. Das muss ja ein Reh sein oder so. Oder haben wir zwei Wölfe? Guck mal, hier liegt noch ein Wolf. Das stimmt, wir haben ja auch einen hier draußen erwischt. Der ist hier verendet. Oh, der hat 6 Kilo Fleisch. Ey, das können wir alles gar nicht. Das geht gar nicht. Wir brauchen auch noch so lange, um die zu ernten. Zu, ne? Auszulösen. Nehmen wir nur den Pelz mit. Packen wir dann in die andere Hütte. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück. Boah, denn ja, genau. Ich hoffe, wir finden jetzt den Weg. Verdammt. Ich kenne mich hier noch nicht so aus. Eine Brücke? Schon mal gut. Ich glaube, hier kommen wir direkt in die Stadt. Ja, wir essen gleich. Ja, die Wölfe sind mir echt ein bisschen zu doll.
ist unser Haus. Ja. Ja, ist ein Zaun. Halt, warte mal, stopp mal. Oh Mann, der ist jetzt immer noch hinterher. Wir sind, glaube ich, am Rand, ne? Irgendwie. Kann jetzt auch nicht stehen bleiben. Ah ja, genau, wir müssen irgendwie. Da so. Mann! Ich gehe erstmal bei der Mutter rein. Damit er sie verpisst. Alter, hier liegt ja auch noch einer. Aber wir haben uns ja auch rechnen mit den Dingern geschlagen, ja. Schnell in Sicherheit. So, dann gucken wir, ob wir hier noch irgendwas entlocken kann an Infos. Und wenn nicht, dann ist ja unser nächstes Ziel. Oh, kommt jetzt her. Erstmal, nee, was hat er denn für ein Kackproblem? Überaggressiv, die Dinger. Schnell was ins Gesicht stecken. Oh, wir haben ja alles. Dann nehmen wir die einfach her. Ja, machen wir. Soon. Ja, wie gesagt, der Plan ist dann ja, diesen Tunnel zu finden, von dem sie geredet hat. Der geht auch noch rein. Könnte uns echt mal ihr Gewehr schenken. Weil dann hätten wir auch das Problem. Das ist ja noch roh. Ach, lassen wir das erstmal, trinken wir noch. Dann hätten wir wahrscheinlich das Problem, dass wir keine Munition haben. Wir haben eh einen Schuss. Das ist nicht wirklich viel. So, Mutti. Vertrauen. Ich möchte dir noch ein bisschen was geben. Ecki, kannst du verbannen, kannst du auch Stöcke. Nee, 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 nee. Das ist meine. Oh, ist hier was Neues aufgetaucht. Großer Bär. Was kannst du mir über Großer Bär erzählen? Nichts, was du nicht auch in den Geschichtsbüchern lesen kannst. Ach zum Teufel, nimm das hier. Was haben wir jetzt bekommen? Milton scheint sehr abgelenkt zu sein. Was tut ihr bei medizinischen Notfällen? Achso, das wieder. Ich habe gehört, dass die Millers eine Art... Ja, das hatten wir schon. Okay. Tagebuch aktualisiert. Untersuche den Tunnel, der aus Milton herausführt. Die graue Mutter möchte wissen, was dort passiert ist. Das machen wir auf jeden Fall. Einwohner Milton haben etwas Schlimmes. Was? Ach, ahnten, dass etwas Schlimmes passieren wird. Ja, 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 ja. Finde die Notizen, die dich zum Versteck führen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich was wird. Ich weiß, ich habe irgendwo noch... eine Notiz übersehen. Jetzt ist noch die Frage, warum wir wieder so viel wiegen. Können wir eigentlich auch bei ihr am Feuer rum... Oh, cool. Das ist geil. Müssen wir selber kein Feuer machen. Können wir uns hier den Kaffee noch warm machen und dann jetzt raus. Also wir haben, ach, wir haben ja den Wolf auch noch niedergemacht. Das tut mir jetzt leid, aber das ist ganz gut, wenn wir das Feuer hier haben, dann sollten wir das auch nutzen. Vor allem, es hört ja nie auf zu brennen, das ist richtig praktisch. Und die graue Mutter hat es gern konstant. Gemütliche 8 Grad. Ah, ist ja nicht so viel. Und dann geht's wieder raus. Hier mit Wölfen prügeln. So. Der Rest kann uns. Den Kaffee wollten wir noch machen.
Dann mal schauen, was uns erwartet. Ein Tunnel von Milton. Natürlich. Achso, ich hab ja die Pilze dabei, ne? Verdammt, da müssen wir nochmal kurz einen Abstecher in unser. Ja. Zweitwohneinheit machen. Das Bauernhaus ist echt cool zum Wohnen, aber es war einfach zu weit weg. Ziehen wir ihm jetzt noch die Haut ab? Das Fleisch können wir nicht mitnehmen, das geht nicht. Alter, wird es auch schon wieder dunkel. Wo war denn das? War das hier oben? Da kommen wir gar nicht hoch, oder? Doch. Entschuldigung. Ich denke, dass hier auch irgendwas versteckt ist. Ist bestimmt doch. Ich bin nur zu dusselig, das zu sehen. Achso, nicht schlimm, uns geht's ja noch ganz gut. An dem anderen Versteck haben wir auch nicht wirklich was. Was richtig Nützliches gefunden. Wobei die Leuchtpistole mich immer noch reizt, aber. Da haben wir auch so zwei, drei Schuss für. Haben wir unseren Schlafsack gar nicht bei? Haben wir auch nie bei. Gibt's halt ja nicht. Und wir wiegen so viel. Ups. Können wir jetzt ja wirklich über den Mantel draußen nähen? So, den einladen. We might have to drop some gear. Nein. Schön ein bisschen Wolfsfleisch essen. Wieder ein Kilo verloren. Also, irgendwas müssen wir machen. Geht ja nicht. Dabei haben wir schon leichtere Stiefel an. Wir haben auch gar nicht so viel Bullshit bei. Weiß nicht. Was hier abgeht. Ja gut, das ist jeweils immer schon ein Kilo. War auch zwei bei. Und eine Menge Fleisch. Das wiegt auch eine Menge. Ich hab gern ein bisschen was bei. Ist halt einfach so. So, gehen wir noch raus, ja, aber. Wir wollen ja endlich mal vorankommen. Ich will ja auch wissen, was hier abgegangen ist. Nachdem wir unser Flugzeug hier in die Berge gesetzt haben. Hat die anderen in der Zwischenzeit gemacht, ja? Oh! Nein! Ich brauche dich, um Vertrauen zu gewinnen. Komm zurück! Zack, wer ist überladen? If I can drop any of this gear. Das Spiel ist genau das Richtige für Messis. Kann ich ja auch nicht liegen lassen. Schön Glück, dass ich immer an jedem Stock hier vorbeilaufe. Das kann ich eigentlich auch nicht. Aber ich gebe mir allergrößte Mühe. Gefahr! Sun setting. It's gonna get a lot colder soon. Das wird top. Wenn wir uns entschließen aufzubrechen. Aber das sollte für unser Vorhaben noch reichen. Wobei ich ja davon aussehe, dass der Tunnel nicht ganz so weit weg ist von der Tankstelle hier. Ja, entweder da lang, aber ich hätte jetzt vermutet, weiter die Hauptstraße entlang. Packen wir kurz unseren Hasen im Kofferraum. Ich hole mal nachher wieder.
das haben wir doch schon so gesehen aus der Entfernung. Ja, da war ich mir nicht ganz sicher, aber das scheint wirklich. Und dann alles schön eingestürzt, genau, und dann heißt es, finde einen anderen Weg über Mappen und immer um den Planeten rum. Boah, das Ding ist ja richtig hinüber. Bus. Die Krähen verraten uns, dass was Totes ist. Oh, der nächste Mensch. Verunglückter Gefängnistransporter. Ah, kann man nur hoffen, dass sie alle draufgegangen sind. Nicht, dass hier so ein kaputter rumsteuert. Er wird ja eine Speicher, ist ja ein Gefängnisinsasse. Schmerzmittel richtig geil. Das so kommen Handy. Gefängnistransporter-Protokoll. Folgende Gefangene werden mit unverzüglicher Wirkung ist zum Bundesgefängnis Schwarzwälds gebracht. Harris? 12 Gefangene. Bekannte Erkrankungen? Keine. Ja, mal gucken. Vielleicht stoßen wir ja nur auf den Namen. In lebender Form. I could use this. Das ist natürlich übel. Also das wird er jetzt denn. Boah, nu. Das kann ich euch gerade gar nicht sagen, was das heißen soll. Kommen wir nicht rein. Aber eindeutig ist ja nun mal, wenn da einer was hinschmiert, dann hat da einer überlebt. Das ist nicht gut. Okay, gucken wir mal unser Tagebuch. Ah, okay. Na, sag mal, das stimmt halt nicht. Also wieder zurück. Und ein bisschen schnell, bevor es dunkel wird. Hier ist ja einer unterwegs. Ja, gespannt, was er uns zu erzählen hat. Schön, wie an die Wölferin laufen. Ja, war ein bisschen ärgerlich, dass er gerade in diesen Szenen so geleckt hat, wenn Szenenwechsel war. Aber ich glaube, das liegt an diesem Programm. Es tut mir leid. Das kann ich halt gerade nicht ändern. Gib mir das mit. Dann wird unser nächster Weg wahrscheinlich an der Tankstelle demnächst vorbeiführen. Oh nein, oh nein. Ja, der hat uns gesehen. Oh, ein bisschen hier Distanz zwischen uns bringen. Oh ja, genau. Und vor uns. Oh, alles klar. Da kannst du nichts mehr machen. Das ist so ein Leck, Leute. Das ist so eine Scheiße, ehrlich. Viel zu viel. Lieb, dass wir die abwehren können so schnell. Ja, komm, du Unheuer, du Kacke, dann kriegst du Unheuer in der Fresse. Ich hab echt keinen Bock mehr, Alter. Das ist so nervig. Wir können ja an der Tanke pennen, wenn wir da rinkommen.
Tut mir leid, aber das ist eine richtige Plage. Das weiß ich mir. Ich meine, uns passiert ja nicht viel, weil wir das mit der Axt immer noch hinkriegen, ja? Aber ist doch eigenartig, wenn dieser Bus, der ist ja schon von Anfang an da verunglückt. Denn muss, der Typ muss doch auch irgendwo Schutz gesucht haben. Brandbeschleuniger. Hey, was machen wir jetzt? Machen wir eine Runde Bubo bis morgen früh? Dann kann der Typ ja eng in die Welt gekommen sein, der muss ja auch irgendwo hier innen bilden. Sie rumtreiben eigentlich. Wie sieht denn das aus? Es ist Nacht. Aber wir sind gar nicht so müde. Aber ist ja nicht schlimm. Wir können ja. Mache ich das mit dunkel? Das Licht nicht zu verschwenden. Essen wir noch schnell eine Kleinigkeit. Trinken, dann legen wir uns hin und dann laufen wir mit der Stromlaterne weiter. Vielleicht kriegen wir so das Schlimmste der Dunkelheit überbrückt und haben schon so ein bisschen Morgengrauen. Versuchen wir mal 7 Stunden zu pennen. Und dann wollen wir noch gucken, was die Mutter zu sagen hat zu der Sache. Dass das hier dann so eine richtige, trickige Story wird. Ist immer noch mitten in der Nacht. Scheiße. SEI. Mit so miesen Twists drin und so. Gehört, was wieder. Ah, fuck! Gehen wir erstmal zu uns zu Hause. Hier ist wieder ein Wolf. Es sind ganz viele unterwegs. Das ist. Ey. Wie sind wir denn jetzt hergekommen? Über den Weg? Ich laufe einfach mal. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Ah, doch! Klar! Direkt nach Mildnerin. Das ist unser Haus hier oben drauf. Komm ich hier hoch? Ah, ja. Macht mal. Gut, komm ich nicht. Ich hab doch einen bei zum Ablegen, oder? Nee, hab ich gar nicht. Okay, scheiß drauf. Mach die mal aus, sparen wir das Petroleum. Das sehen wir ja. Weil Mutti hier aus ist ja komplett beleuchtet. Man hört sie einfach, ja? Bevor man sie sieht, hört man sie. Das ist jetzt so richtig scheiße, wirklich. Guck mal, der Knarre geht ja ausgelöscht. Hat zumindest versucht. Vor allem rennst du vor eben Wolf weg und rennst den nächsten in die Arme. Ah, ganz schnell, ja, ganz schnell. Keine Lust mehr, ey. Did you find it? It was there, like you said. And your friend? No sign of her. The tunnel's blocked. Looks like maybe an avalanche. But I think she got through before that happened. Huh. If the tunnel is blocked, that's the end for Greymother. So the tunnel is the only way through the mountains? No. Not the only way through. But my only way through. Grandmother is tired now. Let her rest for a while. Okay, jetzt müssen wir sie wieder ein bisschen entspannen lassen. Bitte. Ja, schön, so eine blinde Frau, die kann nicht irgendwie durch die Berge stapfen. Das ist einfach zu gefährlich.
Oh, das ist ärgerlich. Aber dann scheint sie doch den Wunsch gehabt zu haben, wegzuwollen. Also sie meinte ja, sie bleibt hier, weil sie ja hier aufgewachsen ist und starke Sache und so. Hat sie sich das wohl doch anders überlegt? Mit der vollen Hoffnung auf den Tunnel. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Lassen wir so mal eine Nacht ruhen. Was machen wir jetzt noch? Für euch ist jetzt Schluss hier. Ich bewege mich rüber in unsere zweite Heimat. Ruhe mich ein bisschen aus. Und dann gucken wir, ob die Frau mit uns nächsten Tag weiterreden will. Bis dahin, gehabt euch wohl. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen.